Herzlich willkommen. Ich bin Kai Haselmeier vom Zentrum für moderne Chiropraktik, Arthropraktik und die Kieso-Methode in Göttingen. Die folgenden Übungen, die ich Ihnen präsentieren werde, dienen dazu, den ganzen Körper harmonisch aufzubauen, zu kräftigen und somit gesund zu erhalten. Die Übungen dienen nicht dazu, Krankheiten zu behandeln und sollten bei akuten Beschwerden nicht ausgeführt werden. Wenn Sie während dieser Übungen irgendwo bei Schmerzen haben oder sich etwas vom Bauchgefühl her nicht gut anfühlen, lassen Sie es einfach weg oder verändern Sie die Übung. Sollten Sie hinterher Beschwerden haben, fragen Sie Ihren Chiropraktiker, idealerweise einen, der an der Arthropraktik-Methode oder der Kieso-Methode ausgebildet ist, oder Ihren Osteopathen oder Arzt um Rat. Führen Sie die Übung immer so aus, dass Sie die ganze Übungsausführung sauber machen können und komplett kontrollieren können. Es ist wichtig, dass der Körper nicht zu müde wird und bei den Übungen durchhängt und die Übungen unsauber werden. Das heißt, machen Sie nur so viele Wiederholungen, wie Sie den ganzen Ablauf der Übung bis ins kleinste Detail kontrolliert und sicher ausführen können. Machen Sie einfach so viele Wiederholungen, wie sich für Sie gut anfühlt und steigern Sie sich langsam. Es soll Spaß machen. Und es soll gut tun. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Die Hände sind direkt unter den Schultern. Die Knie sind hüftbreit auseinander und stehen unter dem Becken. Von hier mit der Einatmung lassen Sie den Bauch sinken. Wölben Sie die ganze Wirbelsäule und schauen Sie nach vorne. Die Bewegung beginnt im Becken. Mit der Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel runden. Und nach oben schieben. Wir beginnen die Wirbelsäule aufzuwecken. Mit der Einatmung nach vorne und ausatmen, runden. Ein paar Mal in Ihrem Rhythmus hin und her. Ein und aus. Und ein und aus. Sie können für sich noch ein paar Wiederholungen mehr machen. Wir fahren weiter zur nächsten Übung. Stellen Sie die Zehen auf und schieben sich von hierhin zurück in eine Art Dreieck, wie eine Pyramide. Die Beine können leicht gebeugt sein. Der Po schiebt sich nach hinten oben und der ganze Rücken ist lang und gerade. Auch hier sind die Füße hüftbreit, die Hände sind schulterbreit, die Finger sind weit gespreizt, die Handflächen pressen in den Boden. Wenn Ihre Beine das zulassen, können Sie langsam weiter strecken, aber achten Sie darauf, dass der ganze Rücken gerade bleibt. Es ist vollkommen in Ordnung, die Knie zu beugen. Schieben Sie sich weit nach hinten. Ich zeige erst einmal die volle Version der Übung. Von hier mit der Einatmung kommen Sie nach vorne in eine Liegestützposition. Der ganze Körper ist in einer Linie. Die Schultern sind über den Händen. Es ist ganz wichtig, dass der Po niemals durchhängt. Den Körper stabil lassen. In der vollen Version von hier mit der Ausatmung den Körper mit engen Ellbogen absenken, bis die Schultern auf Ellbogenhöhe sind. Mit der Einatmung wieder nach oben drücken und mit der Ausatmung zurück. Wenn Sie das noch nicht halten können, einfach mit der Einatmung nach vorne kommen und die Knie absenken. Ausatmen, tief gehen. Einatmen, wieder nach oben schieben und ausatmen, zurück. Volle Version, einatmen vor, ausatmen in einer kraftvollen Linie tief, einatmen zurück nach oben drücken und ausatmen nach hinten schieben. Noch einmal die abgewandelte Version, einatmen nach vorne, Knie aufsetzen, ausatmen absinken, einatmen wieder nach oben und ausatmen nach hinten schieben. Wählen Sie einfach die Version, die für Sie funktioniert. Ein, aus, ein und aus. Noch einmal. Ein, aus, ein und aus. Und noch einmal die abgewandelte Version. Ein, aus, ein und aus. Von hier langsam mit den Füßen in Richtung Hände laufen, die Füße aufstellen, die Füße sind hüftbreit auseinander, die Beine sind tief gebeugt, der Rücken ist lang und gerade. Von hier bringen Sie die Fingerspitzen zur Matte.
Achten Sie darauf, dass der ganze Rücken eine lange, gerade Linie bildet. Der Po ist weit nach hinten geschoben. Die Fingerspitzen sind aufgestellt. Während dieser Übung bleibt der Rücken die ganze Zeit komplett gerade und stabil. Die Beine bewegen sich kaum. Sie bleiben fast in ihrer Position. Das ist eine wunderbare Übung, um den Rücken zu stärken. Von hier mit der Einatmung aus dem langen, geraden Rücken heraus aufrichten und die Arme ausbreiten. Und ausatmen, die Fingerspitzen zurück zum Boden. Die Beine bewegen sich kaum. Einatmen, langer, gerader Rücken, den Rücken niemals runden. Und aus. Ein. Und aus. Die Übung trainiert nicht nur den unteren Rücken, sondern auch den oberen Rücken und die Schultern. Aus. Den Rücken die ganze Zeit gerade und stabil. Der Po zieht nach hinten. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Und aus. Machen Sie einfach so viele Wiederholungen, wie sich gut anfühlt. Und wenn es am Anfang nur 2, 3 Wiederholungen sind, das ist vollkommen egal. Es geht um die Regelmäßigkeit. Und mit der letzten Ausatmung legen Sie einfach den Oberkörper auf die Oberschenkel und lassen sich für einen Moment hängen. Die Hände greifen die Ellbogen, der Kopf ist locker und schwer. Einfach hängen lassen. Von hier 2 Schritte nach hinten und wieder auf die Knie zurück in den Vierfüßlerstand. Hände schulterbreit, Knie hüftbreit und noch einmal einatmen, den Rücken wölben, nach vorne schauen. Ausatmen, runden. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Von hier den Rücken in eine neutrale Position bringen. Noch einmal überprüfen, dass die Hände unter den Schultern stehen, die Knie unter dem Becken. Von hier mit der nächsten Einatmung den linken Arm heben, als wollten Sie jemandem die Hand schütteln, weit lang nach vorne, den Rücken lang ziehen. Und dann mit der nächsten Einatmung das rechte Bein heben, schieben Sie das Bein nach hinten, als wollten Sie die Wand hinter sich berühren. Halten Sie ein paar Atemzüge und ziehen Sie die ganze Wirbelsäule auseinander. Von hier einatmen, noch einmal lang ziehen und ausatmen, Ellbogen und Knie zueinander, den Rücken runden, kräftige Bauchmuskeln. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Wenn sich das für das linke Knie unangenehm anfühlt, einfach etwas mehr Polsterung unter das Knie legen. Die Gymnastikmatte doppelt nehmen oder eine dickere Matte wählen. Ein. Und aus. Ein letztes Mal einatmen, strecken, halten. Und ausatmen, Hand und Knie absetzen. Die andere Hand einmal kurz umdrehen, etwas dehnen. Und nochmal einatmen, Wirbelsäule bilden. Ausatmen, runden, ein paar Mal hin und her. Ein. Aus. Ein. Und aus. Eine Seite haben wir noch. Mit der nächsten Einatmung den rechten Arm strecken, lang ziehen. Und dann mit der nächsten Einatmung das linke Bein nach hinten. Wieder die Wirbelsäule auseinanderziehen. Arm und Bein noch ein bisschen höher mit der Ausatmung. Knie und Ellbogen zusammenbringen. Einatmen lang und ausatmen Kraft im Bauch. Ein. Aus. Lassen Sie den Atem die Bewegung führen. Tief und frei durch die Nase. Ein. Und aus. Auch hier wieder so viele Wiederholungen, wie sich gut anfühlt. Bei jedem ist das anders. Es ist völlig egal, wie viele Sie schaffen. Machen Sie es sauber und kontrolliert. Und einatmen. Noch einmal lang. Alles auseinanderziehen. Und ausatmen, lösen, das linke Handgelenk kurz ein wenig dehnen
Und noch einmal einatmen. Und ausatmen. Wieder die Mobilisation für die Wirbelsäule. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Wieder neutrale Position. Von hier das rechte Bein nach vorne, den Fuß aufstellen. Das hintere Knie lösen, den anderen Fuß nach vorne bringen. Noch einmal mit gebeugten Beinen hängen lassen. Machen Sie den Kopf ganz schwer. Und dann die Hände aufstellen und von hier die Beine strecken, so weit wie es Ihnen möglich ist. Und dann langsam, Wirbel für Wirbel, als letztes der Kopf nach oben rollen. Von hier bringen Sie die Füße ungefähr eine Beinlänge auseinander. Drehen Sie dann den rechten Fuß nach vorne und den hinteren linken Fuß etwas ein. Beide Fersen sind auf einer Linie. Einatmen, heben Sie die Arme an. Von hier mit der Ausatmung das vordere Bein beugen und tief gehen. Es ist wichtig, dass das Knie über dem Knöchel bleibt, nicht davor. Es ist in Ordnung, wenn Sie nicht weit beugen können und das Knie etwas dahinter ist. Gehen Sie so tief, wie es für Sie richtig ist, aber nicht das Knie vor den Knöchel kommen lassen. Dann einfach die Beine weit auseinander. Ziehen Sie das Knie etwas nach außen. Von hier mit der Einatmung nach oben kommen, die Hände berühren sich und ausatmen tief, der Oberkörper bleibt hinten. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Denken Sie immer daran, das Knie zieht zum kleinen Zeh, die Hüften öffnen, das Hinterbein gestreckt und kraftvoll, das Vorderbein so tief gebeugt, wie es sich angenehm anfühlt, den Oberkörper mittig halten. Und wieder den Atem die Bewegung führen lassen. Ausatmen tief, einatmen nach oben. Wir wechseln die Seiten, den rechten Fuß eindrehen, den linken Fuß nach außen, Fersen in einer Linie und ausatmen tief. Wieder daran denken, das Knie zieht nach außen. Das hintere Bein kraftvoll gestreckt, der Oberkörper aufrecht. Einatmen, die Hände berühren sich. Ausatmen tief. Ein und aus. Denken Sie immer dran, fordern Sie sich, aber überfordern Sie sich nicht. Genau so viele Wiederholungen, wie es sich angenehm anfühlt und Sie gut kontrollieren können. Saubere Ausführung. Und einatmen, nach oben kommen. Beide Füße einmal eindrehen. Und mit der Ausatmung mit langem Rücken nach vorne kommen. Sie können die Beine beugen, wenn das sonst nicht geht. Auch hier noch einmal hängen lassen. Und dann die Knie beugen und noch einmal mit rundem Rücken nach oben aufrollen. Bringen Sie die Füße nach vorne und setzen Sie sie langsam nach hinten. Stellen Sie die Füße auf der Matte auf. Die Beine geschlossen. Bringen Sie die Hände ungefähr eine Handbreit hinter die Schultern und lehnen sich nach hinten, bis Sie auf dem Kreuzbein, dem Knochen, unten zwischen den Pobacken, tief auf dem Kreuzbein balancieren. Der Oberkörper ist auch hier lang, der Brustkorb schiebt sich nach vorne. Von hier die Füße langsam lösen. Dann von hier mit der Ausatmung die Knie anziehen und mit der Einatmung die Beine so weit strecken, wie es sich für Sie gut anfühlt. Sie müssen nicht gestreckt sein. Einatmen. Aus, das würde reichen. Einfach das, was sich gut anfühlt. Oberkörper und Knie kommen zusammen. Etwas nach vorne schieben. Ein und aus. Ein und aus. Diese Übung kräftigt die Bauchmuskeln. Aber denken Sie dran, der Rücken sollte es immer halten können. Es würde völlig reichen, die Füße nur ein bisschen nach vorne zu schieben und ein bisschen zusammenzukommen. Jeder arbeitet so weit, wie es sich für den Körper gut anfühlt. Der Körper entscheidet.
Dann die Füße abstellen, die Schienbeine fassen und einmal richtig lang ziehen. Die Position bleibt gleich, nur die Füße jetzt hüftbreit auseinander. Der Oberkörper ist aufrecht, Sie sitzen auf den Sitzbeinhöckern. Strecken Sie die Arme nach vorne, einatmen, das Brustbein nach vorne ziehen und ausatmen, nach hinten aufs Kreuzbein kommen, so weit wie es möglich ist, ohne dass sich die Füße lösen. Einatmen, wieder nach oben und ausatmen, zurück. Ein und aus. Ein und aus. Ein. Die Bauchmuskeln sind die ganze Zeit fest, die Schließmuskeln verschlossen. Der Atem fließt in den Brustkorb, der untere Bauch bleibt die ganze Zeit stabil. Nur so weit zurückgehen, wie Sie es kontrollieren können. Es sollte sich gut anfühlen. Und nach der letzten Wiederholung noch einmal die Schienbeine greifen. Lang ziehen. Von hier kommen Sie in einen Schneidersitz. Sie können sich auch ein Kissen unter den Po legen, was immer sich gut anfühlt. Und von hier mit der Einatmung die Arme über die Seiten nach oben, ziehen sich richtig lang, die Handflächen berühren sich, wenn möglich, und ausatmen zurück. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und das beendet unsere Kräftigungsübung. Versuchen Sie, diese Übung jeden Tag durchzuführen. Es dauert nicht lange und steigern Sie sich langsam in Ihrem Tempo, um den ganzen Körper zu kräftigen und gesund erhalten zu können. Vielen Dank, auf Wiedersehen.